Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem letzten Kandidatencheck von Promi Big Brother vor dem Finale. Es sind nur noch fünf Leute dabei. Ich finde, die Zeit ist super schnell vergangen. Nachher steht das Finale an. Ja, ich muss sagen, ich glaube inzwischen, dass Mario gewinnen wird. Ich bin mir sogar fast ziemlich sicher, Mario wird es wahrscheinlich machen. Er wird wahrscheinlich Promi Big Brother gewinnen. Aber vielleicht werden wir auch alle überrascht sein und eine Katie, Kathy, Kathy, Kathy wird gewinnen. Es wäre krass, aber es gibt ja einige Leute, die doch auf sie setzen. Ich denke auch, dass sie damit überzeugen konnte, dass sie nie wirklich gelästert hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern und eigentlich immer so nett war. Allerdings war sie auch schon nett bis unscheinbar. Ich finde allerdings, sie hat ihre Momente gehabt. So. Sie hat auch Spaß mitgemacht, war lustig drauf. Die ganze Sache mit ihrem Mann hat sie natürlich sehr runtergezogen und dadurch hat sie natürlich einige Tage verloren, wo sie einfach nicht so gut daherkam, sage ich mal so. Ich muss eigentlich sagen, dass sie es geschafft hat, ihr Image wirklich, ich will nicht sagen umzudrehen, aber zu verbessern und sich einfach mal anders zu präsentieren. Was ja viele im Haus wollen und irgendwie kommt dabei doch was ganz anderes rum. Aber sie hat es wirklich geschafft. Am Anfang habe ich sie echt typisch, ja, Blondchen, bla 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 eingeschätzt, ne? Und Typen wegen Geld zusammen oder Fame oder Kontakt oder was weiß ich. So dieses Klischee war auch irgendwie das Bild, was ich von ihr hatte. Finde sie eigentlich ganz sympathisch inzwischen. Ich finde es auch krass, wie sie ihren Look verändert hat, wenn ihr euch das mal anguckt. Dieses Vorherbild, wenn sie es manchmal einblenden, wo man anrufen soll, wo sie noch diese extrem gebleichten blonden Haare hat und halt so Tussi-mäßig aussieht und jetzt halt ganz anders irgendwie so. Jetzt sieht sie so ein bisschen aus wie so ein kleines Nerdy Girl. Ich muss sagen, es erinnert mich wirklich so daran. So mit dieser Brille, und dann sah sie so aus wie bei so einem Film wie Eine wie keine oder wie dieser Film heißt. Wo es ja dieses kleine Mäuschen nachher zur Highschool Prom Queen wird. So, in diesem Fall ist es irgendwie andersrum. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie ihren Weg gehen wird und dass sie Promi Big Brother auch bestärkt hat, dass sie sich mehr für sich einsetzt und nicht nur alles macht, was ihr Mann sagt. Und natürlich, dass sie Freunde findet. Das wäre ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie als erstes rausfliegt oder Natascha. Ins Finale werden es nachher nur noch Jessica, Mario und Ben schaffen. Werden die letzten drei sein. Ich muss sagen, ich finde es fast überraschend, dass Natascha noch drin ist. Also klar, sie hat so ihre Fanbase, das kann ich mir schon vorstellen. Und sie ist auch nicht unsympathisch. Allerdings kam in dieser Staffel nicht viel von ihr, fand ich. Ja, sie hat mal was gesagt und okay, das war auch alles in Ordnung so. Aber es fehlte einfach so Bam. Wisst ihr, was ich meine? Sie hat zwar dieser Party jetzt zuletzt auch ein bisschen mitgefeiert und dies, das, aber es fehlt einfach irgendwie so das Besondere. Sie hat keine geilen Aktionen gestartet, sie hat nichts irgendwas Krasses erzählt oder irgend sowas gemacht. Es gab auch keine heftigen Streitereien mit ihr und nix. Sie war sogar noch unscheinbarer als Kathy. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall denke ich, dass halt deswegen Natascha oder Kathy als erstes rausfliegen werden. Dann gibt es dann natürlich auch noch die Jessica. Ja, Jessica, Jessica, Jessica. Ich habe viel negative Sachen gesagt. Ich muss jetzt auch mal etwas Positives sagen. Denn sie gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn sie nicht gerade diese bitchige Nummer durchfährt. Ich nenne das jetzt mal bitchige Nummer. Ich weiß, bla bla bla. Das ist jetzt ein übertriebener Begriff. Aber ich denke, damit wissen wir alle schnell, was gemeint ist. Okay? Ja, wo sie halt die ganze Zeit mit den Typen rumgeflirtet hat und so. Naja, das wurde dann halt ja auch so zusammengeschnitten und dann nur das gezeigt. Und da fand ich sie dann einfach so. Durch ihren ganzen sexy Flirts hat sie halt irgendwie ein bisschen billig gewirkt und sie wurde nicht müde, sich möglichst knapp bekleidet zu zeigen, was ja noch okay ist. Allerdings, manchmal war es schon ein bisschen, ja, zu viel. Es war zu viel, weil irgendwie hat sie einfach jegliches Schamgefühl verloren, habe ich das Gefühl gehabt manchmal. Also, hey, hey, hier, meine Brüste, ich habe keinen Namen, schau doch mal. Vielleicht hat sie auch einfach schon ihre Brüste zu oft gezeigt. Was mir manchmal so vorkommt bei solchen Leuten, die sich operieren haben lassen. Da muss man ja Arzt, diese, das untersuchen, bla bla bla. Und natürlich ist man dann auch super stolz auf die Brüste, dass man sie auch irgendwie immer präsentieren muss. Und das hat die Jessica auch getan. Und sie macht aus allem eine Show. Und auch bei dieser Mallorca-Party hat sie sich natürlich auch erstmal, weil sie gerade keine Aufmerksamkeit bekommen hat, einen Flamingo im Ausschnitt gesteckt. Ich finde es schade, dass sie sich so sehr über ihren Körper definiert und ihn so viel präsentiert. Wobei es auf der anderen Seite natürlich auch ein Highlight ist und sie war, glaube ich, diejenige, die man am besten angucken konnte von den Frauen. Also sie ist schon Eye Candy. Sie ist auf jeden Fall ein Hingucker in der Show und hat somit auch ihre Berechtigung.
Also, was ich an ihr gut fand, erstmal das Aussehen, stimmig, gut, hübsch, kann man nicht sagen. Sie hat natürlich auch für die sexy Action dort gesorgt, was natürlich zwar ein bisschen zu viel war, aber andererseits ohne wäre es auch ein bisschen langweilig. Und ich finde, sie hat sich eigentlich immer ganz gut eingebracht und sie hat jeden Spaß eigentlich mitgemacht, was halt auch positiv ist. Und sie wirkt ganz nett eigentlich. So, das nette Mädchen von nebenan, das sexy nette Mädchen von nebenan, das sich immer im Bikini im Garten sonnt. Ihr wisst schon. Zwinker, zwinker. Also wirklich, wo sie nicht mich aufs kleine sexy Mäuschen gemacht hat, war sie mir echt gleich wieder sympathisch. Es ging super schnell. Die zwei, die ich so auf dem Siegertreppchen sehe, sind Ben und Mario. Ich muss sagen, dass mir der Ben irgendwie von Anfang an schon sympathisch war. Hin und wieder hat er mich genervt. Nicht nur mit dem Gejammer, das fand ich noch irgendwie verständlich, weil ich glaube, dass er durch gewisse Sachen in seinem Leben einen Knacks wegbekommen hat und deswegen sehr, sehr empfindlich reagiert auf einige Themen, sage ich jetzt mal so. Und auch gerade, dass dass er keine Gefühle verletzen will, dass niemand verraten will. Also, man merkt schon, dass ihm da einiges in seinem Leben bereits passiert ist und er deswegen wahrscheinlich so reagiert und dass er deswegen auch nicht möchte, dass andere sich halt auch so fühlen, wie er sich gefühlt hat. Und deswegen habe ich da irgendwie so Verständnis für ihn gehabt. Er ist ein offener Typ, er ist ein lässiger Typ. Er ist nicht komplett ausgerastet, was irgendwie auch ein bisschen schade ist. Haben wir es nicht alle gehofft? Naja, so sehr habe ich es nicht gehofft, aber es ist ein bisschen so wie letztes Jahr, wo man Michael Ammer bestellt hat, der Partykönig, und dann, was man bekommen hat, war eher so eine Schlaftablette. Und jetzt bestellt man sich den Rüpel Ben Tewak als Dynamit für die Show und er zündet nicht. Tja, nee, ist schon okay so, ist schon okay so. Es gab ja auch genug andere, die sich angelegt haben miteinander und ausgerastet sind. Jemand, der auch gerne ein bisschen ausrastet, ist der Mario. Der Mario wurde mir zum Ende hin jetzt etwas sympathisch, was mich etwas beunruhigt. Aber okay. auch das passiert mal. Ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, was ihn angeht, weil ich halt das manchmal einfach total scheiße fand, wie er sich verhalten hat. Gerade auch Robin gegenüber und dass er sich immer so extrem geil findet. Und ich finde, manchmal ist das halt einfach so, dass es so, ja, er fühlt sich nicht nur selbst geil, sondern er muss dann die anderen runter machen in der Situation. Und das finde ich halt ein bisschen scheiße von ihm. Allerdings fand ich ihn auch unterhaltsam und er war nie um irgendeinen Spruch verlegen. Und das braucht man einfach im guten Entertainment-Business, im Entertainment-TV-Bereich. Wie es scheint, haben sich ja auch Mario und Ben gefunden, was ich ganz süß finde. Ich muss sagen, dass sich Marios Berühmtheit und Marios Fankreis am Anfang total, total unterschätzt habe. Ich habe echt gedacht, ja, okay, kennen wir noch, dies, das, habe schon ein paar Fans, aber er scheint sehr beliebt zu sein und ich glaube auch, dass er keinen Image-Schaden oder ähnliches genommen hat von dieser Show. Im Gegenteil, vielleicht kann er auch noch den einen oder anderen Werbedeal jetzt noch mitnehmen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, er wird gewinnen. Meint ihr nicht auch? Ich sage euch jetzt die Top 5, wie ich denke, dass die Zuschauer wählen werden. Also ich denke, als erstes muss Natascha gehen. Deswegen ist sie Platz 5 für mich. Auf Platz 4 sehe ich die Kathy. Ich denke, sie hat sich schon ganz gut präsentiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie genug Fans gewonnen hat, ob ihr das die Leute abnehmen. Ich glaube, der Imagewandel ist vielleicht noch nicht 100%ig gelungen. Und von daher glaube ich, Platz 4 wird sie machen. Sie ist eigentlich auch jemand, da könnte es noch eine Überraschung geben. Es könnte sein, dass die Leute wirklich darauf abfallen und dass sie ihr das glauben, wie sie sich präsentiert hat und dass sie sie einfach sympathisch finden. Und wie gesagt, sie hat nicht gelästert und nicht wirklich einen krassen Streit angefangen. Und sowas kommt eigentlich auch immer ganz gut an bei den Leuten. Auf Platz 3 sehe ich eindeutig die Jessica, da sie einfach am meisten gestreamt wurde. Ich glaube, es gab keine Folge, wo sie vielleicht nur ein paar Sekunden zu sehen war. Nein, sie war eigentlich immer mit der Mittelpunkt der Sendung, wenn ich mich recht erinnere. Also zumindest teilweise, ne? Es ist ja immer oben, unten, dies, das. Aber sie hat auf jeden Fall immer einen großen Teil der Show mit eingenommen und war sehr oft im Center of Attention. Damit hat sie den dritten Platz einfach verdient. Sie ist ein Hingucker, gleichzeitig auch ein sympathisches Mädchen, wenn sie es nicht gerade sexymäßig übertreibt. Es gibt natürlich auch, glaube ich, sehr viele Anti-Fans, die sie nicht mögen, die sie zu bitchig und zu billig finden. Was ich verstehen kann, da Sat.1 das ja auch immer so zusammengeschnitten hat. Ja, von daher denke ich nicht, dass sie weiter höher schaffen würde. Auf Platz 2 sehe ich auch sehr eindeutig Ben Tewak. Ben Tewak
hat es geschafft, sein Image zu verbessern und hat vielleicht auch überrascht mit seiner recht soften Seite, die man vielleicht so nicht erwartet hat, da man ihn aus der Presse ja eher von Prügeleien und Knastgeschichten kennt, den ganzen Beef mit seiner Mutter. Ja, er hat sich als sensibel, aber auch als witziger, cooler Typ präsentiert. Er sieht ja auch ganz gut aus. Ich denke, das kommt an bei den Mädels und auch bei den Jungs halt so als cooler Kumpeltyp. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und denke, deswegen wird die zwei machen, denn es kann nur eine Nummer eins geben und das wird Mario sein, der Mario einfach fucking viele Fans hat. Von Anfang an, ich glaube auch, dass er durch sein Verhalten echt noch total viel dazu gewonnen hat. Ich glaube, dass so die Typen ihn cool finden, weil er auch so ein bisschen Macho ist und ja, sich männlich fühlt und ich glaube, dass er auch einige Frauen anspricht, aber gleichzeitig ist er halt auch so, ja, er kocht ja auch gerne und hat auch halt kein Problem damit anzupacken. Besonders an Jessicas Arsch. Ja, er ist sehr, 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 sehr direkt, aber es ist nicht so direkt, dass es ekelhaft wird, ne? Wisst ihr, was ich meine? Manchmal sind die Leute sehr direkt, dass es aber so, dass es so mies und ekelhaft wird. Manchmal war halt schon ein bisschen scheiße, wie ich fand. Er ist sehr geradlinig und ehrlich, direkt. Aber ich glaube, dass sowas einfach die Leute mögen. Gerade in diesem verlogenen Showbusiness. Und er lässt sich nichts gefallen. Er macht einen Spaß mit. Er ist eine coole Sau. Er hat witzigen Spruch drauf. Er feiert ordentlich. Aber er steht auch hinterm Herd und kocht. Er hat viele Leidenschaften. Und er hat sich auch um Isa gekümmert. Das muss man jetzt auch mal sagen. Eine nette Geste, dass er Isa da auch geholfen hat, obwohl sie ja eigentlich Stress haben. Und sie dann auch zu Bett gebracht hat und sie sogar nachher noch Huckepack getragen hat. Also er ist da nicht so extrem nachtragend oder zickig oder so. Ja, ich glaube, deswegen finden ihn die Leute einfach sympathisch. Und er wird's machen. Das sind so meine Tipps. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Wer ist euer Favorit? Ich muss sagen, mein persönlicher Favorit ist Ben. Ich mag aber auch Kathy und Jessica sehr gerne. Und Mario wurde mir, wie gesagt, auch ein bisschen sympathisch. Natascha hat mich irgendwie enttäuscht, dass da einfach nicht viel gekommen ist. Zumindest wurde es nicht gezeigt. Und da fand ich sie ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Das war's von mir, Leute. Ich melde mich nach dem Finale nochmal. Alles Gute.